Hi Leute, willkommen zurück bei Dirt 4 hier am Mittwoch. Ich habe ja versprochen, dass es mit dem Land Rush diese Woche auch mal weitergeht. Viele werden sich jetzt denken, oh, kein Land Rush. Aber Land Rush ist auch irgendwie cool. Die KI ist zwar manchmal ein bisschen doof, hauen einen da so ein bisschen raus, aber ja, müssen wir durch. Ja, die Frage ist jetzt Crosscart oder Pro Truck? Ich habe schon mehr Bock auf Truck, muss ich sagen. Schön V8. Wir haben sogar einen Truck. Stimmt, den haben wir geschenkt bekommen nach der ersten Runde. Wir geben wieder kein Geld für Fahrzeuge aus. Eigentlich super. Heckantrieb geht es nämlich als erstes los. Ja, ich weiß gar nicht, ob die über eine Schaltwippe geschaltet werden oder ob die mit einem Schaltknauf gefahren werden. Müssen wir gleich mal gucken. Ne, manuelles Dreiganggetriebe. Alles klar. Ah ja, gut. Da werden wir, glaube ich, sowieso den ersten Gang eigentlich nur zum Starten brauchen. Das meiste fährt man, glaube ich, eben zweiten und dritten Gang. Das mit dem Schalten, also, aber 700 PS, hoho, das ist schon nicht übel, sieht man auch, wie viel, ah ja, klar, hier, ich wollte gerade sagen, wie viel Hubraum haben die denn, 6 Liter, 6 Liter V8, 700 PS, das ist eine Ansage. Ja, wir nehmen auch, glaube ich, die Standardlackierung, haben wir überhaupt andere, ja, wir haben eine Monster, oh, cool, Monster ist natürlich sehr cool, aber wir gucken erstmal, wie die Teamlackierung aussieht, wechseln können wir immer nochmal später. Ich glaube, ja, wir können, glaube ich, auch, nee, zwischen den Rennen können wir nicht wechseln. Naja, ich lege einfach mal los. Dann bleibe ich jetzt auch mit Hand geschaltet. Ja gut, erstmal, zum Glück erstmal die Clubman-Strecken und so, erstmal die einfacheren Varianten. Wir sehen schon aber, hier in Baja, Mexiko, gibt es auch ein bisschen, komplexere Streckenführungen. Baja, Mexiko, den meisten wahrscheinlich noch bekannt aus Dirt 2. Denn da sind wir auch hier gefahren, an diesem Kreuzfahrtschiff und so. Das gab es da auf jeden Fall auch schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch direkt Baja, Mexiko war. Keine Ahnung. Ich glaube aber ja. Ist auch zu teilen, diese Strecke. So, hier läuft es folgendermaßen ab. Wir müssen erstmal unter die ersten vier fahren, glaube ich. Ja, und die ersten vier qualifizieren sich. Nee, unter die ersten. Unter die ersten acht. Ja, unter die ersten vier müssen wir, glaube ich, fahren, um ins A-Finale zu kommen. Ansonsten sind wir nur im B-Finale, wo es noch um die Plätze ab Platz 8 geht. Ja gut, also ein Training würde ich mir auf jeden Fall einmal gönnen. Das ist, glaube ich, schon Pflicht. Auch mal den Wagen hier ein bisschen angucken. Wie sieht der aus? Mach dich bereit. Unser Land Rush Truck. Oh, genießt es. Los. Grün. Ja, ist ja gut. Ich möchte noch mal ein bisschen hier, ne? So, also die Dinger sind... Ja doch. Nee, warte mal. Nee, okay, er hat drei Gänge, da ist dann Schluss. Die Dinger sind halt mega... mitunter mega rutschig. Ich überlege gerade, welche Perspektive denn die bessere ist. Wirklich einen Rückspiegel haben wir hier nicht. Boah, Scheibenkleister. Die gehen halt super quer, die Teile. Müssen wir halt mal schauen, dass wir die ordentlich unter Kontrolle bekommen. Aber ich glaube, ich gehe doch in die Dash-Ansicht. Das ist mir so ein bisschen angenehmer. Ein bisschen unmittelbarer auch. Oh, rutschen die weit nach außen. Und dann gibt es so einen Punkt, wo das Heck einfach komplett wegbricht. Ah, ich habe schon den Vorteil, dass ich die auf der PlayStation 4... Da habe ich die Karriere schon relativ weit auch gefahren, dass ich da schon mit denen ein bisschen geübt habe. Da war ich mit Land Rush schon komplett fertig. Und ich dachte dann auch so, ja, jetzt kommen noch die Allrad-Trucks. Die sind ja bestimmt viel, viel angenehmer zu fahren. Pustekuchen. Die sind genauso schwer zu fahren wie die anderen Klassen auch. Wie die Buggies, die Crosscards und auch die Trucks. Oh. Man kann hier, ja, jetzt habe ich es verkackt, man kann hier ein bisschen diesen Berg, den kann man so ein bisschen mitnutzen. Hier kann man das Heck so ein bisschen anstellen und dann richtig schön geradeaus wieder aus der Kurve raus. Muss man hier auch definitiv, wenn man auf dem allerhöchsten Niveau fährt, muss man das auf jeden Fall auch mitnutzen. Auch hier so, diese kleine Passage für die Gewichtsverteilung. Das ist, da kommst du viel, viel schneller, viel, viel besser aus der Kurve raus. Land Rush echt so ein Thema für sich, auch hier vor dem Hügel anbremsen, damit man hier nicht so weit nach außen getragen wird. Und ey, ich habe echt Bock, das auch mal Multiplayer mit der ganzen Truppe da mal auszuprobieren. Naja, man kann das Ausbrechen vor allem auch mit dem Hügel da gut unter Kontrolle bekommen.
Ah, hier auch der Scandinavian Flick, der berühmte. Also dieses Eintauchen in die Kurve, dann das Gegenlenken. Vorderachse im Zusammenspiel mit der Hinterachse, das ist hier extrem wichtig. So, ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet, oder? Sollte eigentlich jetzt reichen mit dem Test. Ja, gehen wir mal zurück zum Servicebereich. Ja, sollte eigentlich passen. Also man kann auch mit ein paar Setup-Anpassungen das Auto noch stabiler machen. Aber, glaube, das kriegen wir auch so hin. Ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes hier in der Meisterschaft. Also wir haben jetzt viele Meisterschaftsläufe, wo wir hier unsere Goldmedaille uns einheimsen können. Wir sammeln viele Punkte auf einzelnen Events. Also, probieren wir es mal. Ich habe ja auch zur Not, habe ich auch zu... Was hat denn der für Teile? Ach du Scheiße. Okay, ich habe richtig schlechte Teile in dem Wagen. Oh, haben die uns ein scheiß Auto geschenkt. Aber ich... Hätte ich mal mit Lentosch noch gewartet, ne? Weil wir schalten ja bald noch die A-Teile frei, glaube ich. Oder B-Teile? Ich glaube A-Teile. Nee. Wir fahren jetzt auch so. Es geht trotzdem, naja. Ich wollte gerade sagen, ich das dann sagt, so, ne, okay. Du bist ausgeschlossen. Augen auf die Strecke. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal offensichtlich durch die Teile einen kleinen Nachteil. Also um nochmal die Frage zu klären, ja, ob jetzt A-Teile besser sind als B-Teile, ja. Offensichtlich schon, auch für die von der Leistung. Jetzt geht's los. Gleiches Spielchen wie beim Rallycross auch. Autos innen und außen. So. Auto innen. Aufpassen, dass wir uns nicht wegdrehen. Bisschen den Vordermann auch mitnutzen. Ja, die... Scheiße. Die gegnerischen Fahrzeuge sind sowas von laut. Ja, die KI ist halt... Landrush echt mit Vorsicht zu genießen. Ja, die sind schon ganz schön böse. So, ich starte jetzt bewusst nicht direkt neu. Um hier nochmal ein bisschen zu schauen, ob ich wieder rankomme überhaupt. Weil die sind schon echt weit weg jetzt, oder? Ja, ich muss da ein bisschen passiver in die Kämpfe gehen. Ja, die sind leider alle entwischt schon. Da kommen wir nicht mehr ran. Die vier Runden hier auch relativ kurz bemessen. Erster Neustart weg. Es wird schwierig. Sollte man sich eigentlich eher fürs Finale aufheben, die Neustarts. Ich hätte gehofft, dass wir hier so durch die ersten vier auch kommen. Ja, probieren wir es nochmal. Rot, mach dich bereit. Ja, die KI fährt dich schon mal gerne um, also. Grün, los, los, los. Innen und außen. Ja, trotz schlechten Teilen. Haben wir sie am Start hier auf jeden Fall mal im Griff. So, ich versuche ein bisschen weiter hinzufahren, aber die holzen dich halt komplett weg, ne? Bleib ruhig. Aber was ihr könnt, das kann ich auch. Oh. Ja, das war nicht so clever. Platz 5. Auto außen. Eieieiei. Auto innen. Bitte Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Ah, wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen wir einfach die Schwierigkeit nochmal ein bisschen anpassen, eventuell. Oder über Setup vielleicht auch nochmal schauen, dass wir ein etwas stabileres außen. Fahrzeug auf die Beine stellen. Innen. Weichere Hinterachse, der gute alte Dave-Trick. Ich habe den Platz gewonnen, irgendwie nicht so. Wie ich schon zu kämpfen mit dem fünften Platz war. Auto innen. Da war vielleicht auch eine Illusion, hier die gleiche Schwierigkeit zu fahren wie bisher in der Rallye und so. Das ist die letzte Runde. Müssen wir mal vor dem nächsten Event mal eine Schwierigkeit schrauben. Innen. Oh, verdammt. Wow, nee, das geht nicht gut. Ah,
was machen wir denn jetzt? Versuche ich nochmal einen Neustart? Kann ich hier schon irgendwas einstellen? Ich glaube nicht, ne? Also höchstens... Ja, Stabilitätskontrolle und so brauche ich eigentlich nicht. Ich habe das Auto an sich ja unter Kontrolle. Eigentlich, also deswegen... Keine Ahnung. Tja, also es hilft nichts. Wir versuchen nochmal einen Neustart. Wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es eben so. Dann sind wir halt im B-Finale. Und ansonsten, ja. Mal schauen. Die Ampel ist rot. Los, los, los. Oh, mein Nacken brennt schon wieder. Ich habe mir am Wochenende so einen, Autos innen und außen. So einen Sonnenbrand einfach geholt. Vor allem im Nacken, sonst geht eigentlich. Auto innen. So, zumindest mal ohne Unfall durch die ersten Kurven. So, ich warte mal ab, dass sie sich gegenseitig alle weghauen. Ja, wenn du denkst, dass du mit wenig Drehzahl unterwegs bist, der dreht sich trotzdem übelst weg auf dem dritten Gang. Scheiße. Ja, da ist das eingetreten, was ich gerade schon vorausgesagt habe. Ja, das ist dann wohl die Eintrittskarte ins B-Finale. Schön. Okay, also mein Vorteil, den ich dann gerade erwähnt habe durch die PlayStation 4 Durchspielerei des Land Rush Modus, der hat sich dann doch nicht so wirklich bemerkbar gemacht. Land Rush ist hier echt irgendwie vom Balancing, finde ich, komplett. Du hast in dieser Runde zwei Plätze eingebüßt. Steht komplett heraus, also du kannst jeden Modus hier beherrschen wie ein junger Gott. Land Rush haut dir voll in die Fresse. Wäre es wahrscheinlich sogar cleverer gewesen, gerade das Ding zu Ende zu fahren. Okay, konzentrier dich wieder und dann los. Leichter gesagt als getan, Kollege. Kann ich das mit dem dritten Gang fahren? Nee, das kannst du vergessen. Ah, schön die Umgebung hier, schön die mexikanischen... Letzte Runde, greif weiter an. Hügellandschaften hier sich anzuschauen, das schöne Kreuzfahrtschiff. Wir genießen einfach die Umgebung. Wenn es schon fahrerisch nichts zu genießen gibt, da müssen wir uns irgendwie anders behelfen. Ist noch eine der breiteren Strecken hier auf jeden Fall. Ja, du musst eigentlich nur im Kurveneingang so ganz kurz mal runterschnappen in den zweiten, dann direkt in den dritten hochwechseln, dann... da ganz gut durch, aber hier verliere ich so ein bisschen, ich weiß noch nicht so ganz, achter Platz, wie ich den hier so, man muss glaube ich diesen Klatschkick auch benutzen, mit der Kupplung, aber ich glaube, da bricht er auch sehr schnell aus, es ist wirklich, man muss sehr viel Gefühl für diese Autos hier haben. Ja gut, dann sind wir jetzt im B-Finale, versuchen hier noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, was kaputt gegangen noch? Oh, ganz schön viel. Guck mal an. Haben wir hier fast alles ausgelebt. In Reparaturhinsicht. Ja, ja. Probieren wir es nochmal. Rot, mach dich bereit. Los! Auto aus! Oh, ja, ja, ich hab vergessen, dass wir nur drei Gänge haben. Oh, ich hab schon den ersten Schubs bekommen. Gas, 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 Gas. Oh, Reverse Entry! Warum nicht? Oh, schiebt er sich da durch. Thank you.
ganzen Einstand. Katastrophe. Oh, ich komme hier auch nicht. Er hat zu viel quer und dann dreht sich der Bock halt so schnell weg. Aber ich versuche jetzt wenigstens eins. Nicht als letzter hier rauszugehen. Ich versuche mir dann zur nächsten Folge da einfach mal nochmal ein Setup rauszusuchen. Oder ich stelle halt die KI ein bisschen schlechter ein, das wäre auch eine Maßnahme, weil die ja hier schon ihren Stiefel hier fahren. Wir haben in dieser Runde 4/10 verloren. Wir müssen schneller werden. Du musst hier gerade hier diese Disziplin am meisten dieses Feingefühl haben, wie sich die Antriebsmomente verteilen, was das Auto so macht, wie das Gewicht sich verteilt auch. Schon super schwierig. Ja, guck mal, hier zum Beispiel ist es direkt. Es liefert auch nicht so gutes Feedback, muss ich sagen. Ja, scheiße, kacke, Mist. Dein rechtes Hinterrad ist bis auf die Felge abgefahren. Ja, schön, jetzt haben wir das Rad verloren. Ja, das war es auch. Können wir das Event aufgeben? Das ist hier wirklich schon ganz schön harter Tobak. Ja, gucken wir mal. Ja, komplette Enttäuschung. Ich hätte es besser wissen müssen, glaube ich. Ich habe gedacht, ich krieg das hin. Ich habe es nicht hinbekommen. Geld verloren, glaube ich sogar, ne? Ah ne, sogar 2000 Credits für nichts bekommen. Ja, Grundgehalt. Ja, nee, da muss ich dann nochmal Hausaufgaben machen, sozusagen. Und beim nächsten Mal läuft's besser. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.